Lang, lang ist's her. Herzlich willkommen zu einem neuen Motorvlog auf meiner Teneré 700. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich den letzten aufgenommen habe. Ich möchte auch gar nicht lang drum herum reden. Heute ist der letzte Tag, bevor es morgen das erste Mal für mich auf Urlaubstour mit der guten Teneré gibt. Ich drehe jetzt hier am Abend kurz noch eine Runde, um euch diesen Vlog aufzunehmen und noch ein paar schöne Fotos zu machen. Ich bin vollgepackt mit Sturzbügelseitentaschen, Gepäcktaschen hinten, Kamerarucksack, Tankrucksack und meiner Montur. Und wir sehen uns gleich wieder und dann zeige ich euch, was ich alles so dabei habe, was das ganze Bike inzwischen für Umbauten erlebt hat und wohin es morgen geht. Wisst ihr vielleicht auch schon, es geht in den Thüringer Wald für 5 Bike-Tage und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe mir jetzt eine kleine Position gesucht und es ist zwar schon sehr dunkel, aber es ist gleich ein Test an das Kamera-Equipment, ob das es packt, bei so einer Dunkelheit zu filmen. Ja, hier ist das gute Stück, die Teneré 700. Ich würde mal sagen, zu 99% fertig. Ich meine, 100% glaube ich gibt es nie. Man kann immer irgendwas nachrüsten, aber zu 99% würde ich sagen, ist das gutes Stück jetzt gepackt. Ich lasse mir mal ein bisschen Zeit und versuche jetzt auch ein bisschen im Detail auf, also grob im Detail auf die Zusammenstellung einzugehen, weil es doch immer wieder viele von euch gibt, die ja eine E-Mail schreiben oder irgendwas fragen und bevor jetzt irgendwas nicht klar ist, welche Bauteile ich habe, wird das jetzt ein bisschen ausführlicher, auch wenn ich nicht ganz speziell auf die einzelnen Dinge eingehe. Wir fangen jetzt einfach mal vorne an, am Cockpit an. Ich erzähle einfach kurz, welche Zubehörteile ich jetzt hier montiert habe und versuche das ganze Bike einmal abzufilmen. Also angefangen oben am Navi, das ist das TomTom Rider 550. Da kommt jetzt die nächsten Tage schon vorproduziert auch ein YouTube-Video dazu. Dann geht's weiter mit dieser Halterung hier. Das ist von der Firma Donatech. Gibt's auf Instagram auch zu finden. Sehr netter Typ. Eine Navi-Halterung, die, wie ihr seht, viel breiter ist als die normalen Navi-Halterungen. Schaut euch da es auf jeden Fall mal an. Dann sieht man hier ganz schwach rechts und links diese zwei vertikalen Streben. Die sind von Camel ADV oder Camel ADV, wie auch immer man das ausspricht. Hier sieht man, wie diese Streben nach unten gehen. Und die sind dafür da, dass das ganze Cockpit, also hier die Tachoeinheit, Navi und das Schild, nicht so stark vibrieren. Dann kommen wir gleich weiter. Hier das Windschild ist zwar das Originale, aber diese Schiene, die ihr hier seht, habe ich auch schon mal in einem Video gezeigt, ist von Kedo. Und wenn man hier diese Schrauben aufschraubt, dann lässt sich das Schild in der Höhe, mit einer Hand ist es ein bisschen kniffliger natürlich, aber dann lässt sich das Schild in der Höhe verstellen. Und ja, bis zu 7 cm nach oben und minus 1,5 nach unten. Also die Montage ist hier tiefer als im Original. Sonst haben wir hier oben nichts. Dann haben wir neben meinen Handschuhen eine relativ simple Handyhalterung hier von Amazon. Muss ich sagen, hält ganz gut. Das Handy wird hier rechts eingeschraubt und hier dann mit so 2 Gummizügen festgemacht und es ist cool gelagert. Also man kann das Ganze auch sehr easy bedienen. Und das Handy verstellen finde ich tatsächlich super. Dann am Lenker gehen wir schon mal weiter und haben hier die originale die originale Lenkerheizung, beziehungsweise Griffheizung, ist ja kein Lenkrad, von Yamaha. Ich bin sehr zufrieden damit. Sie wird jetzt nicht unwahrscheinlich heiß, aber die Bedienung ist relativ simpel. Man hat hier einen Knopf, wo man in 3 Stufen sich durchtipsen kann. Funktioniert also recht zuverlässig und das Design ist natürlich super, ist mega gut integriert. Dann gehen wir weiter und haben hier von, wie man es unschwer erkennen kann, von Barkbusters die Handguards. Das ist die VPS-Version, wie hier zu lesen ist. Muss ich sagen, finde ich gut. Also sie haben jetzt keinen merkbaren geringeren
Unterschied bezüglich dem Wind- und Wetterschutz als die originalen hier Handschalen. Haben natürlich aufgrund dieser Zweipunktmontage eine bessere Schutz gegen Stürze. So, dann gehen wir auf die rechte Seite. Hier ist noch ein Bauteil, deswegen muss ich den Helm kurz weglegen. Dieser Krusi Evo Tempomat von den beiden weltenreisenden Bär und Helmut von Time to Ride. Sehr geile Erfindung, hatte ich auch auf meinem MT schon drauf. Ist natürlich nicht TÜV zugelassen, also nur wenn ich im Ausland unterwegs bin oder jetzt für so Videozwecke, habe ich dieses Teil drauf und benutze das auch. So, dann sind wir oben fast fertig. Ich gehe jetzt gleich mal über zu der ersten Tasche, die ich hier benutze. Das ist von SW Motec die Enduro-Tasche. Ich glaube, es gibt noch eine Enduro Pro, vielleicht aber auch nicht. Die ist, wie man hier sieht, mit zwei so Schnüren und dementsprechend zwei Schnellclipsern festgemacht. Ich habe jetzt hier zum Beispiel an der Seite das Regenfutter drin. Vorne halt so Dinge, die man braucht für eine Tagestour. Ist auch hier nochmal erweiterbar mit dem Reißverschluss, dann kann man das Ganze nochmal ausfahren. Und hier vorne, ich versuche das mal zu zeigen, hier sind zwei auch so Schnellclipser drin. Die sind aber eigentlich nicht vorhanden. Im Original ist nur einer vorhanden. Ich habe hier zwei Stück reingeklipst. Weil damit lässt sich beim Tanken das Ganze viel leichter aufmachen. Man kann den kompletten Rucksack runternehmen, denn hier unten drunter ist eine Platte und der Tankdeckel ist genau unter dieser Platte. Das heißt, man kann nicht den Rucksack mit dem Reißverschluss abtrennen und tanken, sondern man muss das komplette Getüm abnehmen. Ist tatsächlich der größte Nachteil meiner Meinung nach. Aber mit dieser Lösung, die ich da gemacht habe, man braucht nur Nadel und Farben, das kann man mit der Hand annähen, ja, sind diese zwei Clipper eine sehr coole Lösung. Weiter von SW Motec geht es dann hier an den Sturzbügeln. Eine, ich sag mal, relativ neue Anschaffung. Die Drybag 80. Dazu wird es auch bald ein eigenes YouTube-Video geben, wo ich nochmal speziell auf diese Taschen eingehe. Die werden einfach an den Sturzbügeln anmontiert. Man kann sie natürlich auch woanders am Motorrad, zum Beispiel auf dem Sozius-Sitz festspannen. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel Wasserflaschen vorne drin. Und auf der anderen Seite habe ich mein Werkzeug und Reparaturset für den Reifen bzw. für den Schlauch untergebracht. Dann natürlich montiert sind die beiden Taschen. Der eine oder andere hat es vielleicht schon gelesen. Hier steht es einmal drauf von Outback Motortech. Eine Firma, die ich heuer über die E-Mod unter anderem kennengelernt habe. Sehr cooles Unternehmen. Haben auch einen deutschen Vertrieb. Also kann ich klar und deutlich empfehlen. Hier steht es auch nochmal drauf. Von dieser Firma, gehen wir gleich mal weiter, sind neben den Sturzbügeln auch noch die Kofferträger, die jetzt natürlich hier etwas verbaut sind. Ich lasse aber das ganze System mal so, wie es jetzt ist. Das heißt also hier die Kofferträger inklusive hier diesen Haltegriffen für den Sozius bzw. die Sozia sind auch von Outback Motortech. Ist ein sehr stabiles System. Ein Unterschied zu vielen anderen Herstellern ist, dass man erkennt es jetzt von hinten ein bisschen, dass die Kofferträger bzw. die Seitentaschenträger symmetrisch aufgebaut sind. Das heißt, die Auspuffseite auf der rechten ist genauso weit entfernt wie die linke. Das wiederum heißt, dass natürlich auch beide Taschen, die ich hier montiert habe, zu denen ich gleich komme, auch gleich groß sind. Weiter geht's dann nochmal von Outback Motortech. Ihr seht, ich habe ganz schön zugeschlagen bei denen. Dieses kleine Toolbox, also Werkzeugkästchen, gibt's auch bei denen im Shop. Das wird hier innen an den Stangen verschraubt, gibt es auch ein eigenes Video dazu, wo es nochmal erklärt wird. Habe ich jetzt zum Beispiel meine Warnweste drin und ein Erste-Hilfe-Set. Und es löst den Stauraum hier super auf und man sieht es auch hier vorne ganz leicht. Hier ist auch genau eine kleine Lücke. Das heißt, das Motorrad wird nicht berührt von den Dingern. Ist eine super Lösung, ist eine super Box, da wackelt auch nichts, die ist super stabil. Und das letzte Gadget von Outback Motortech bzw. von meiner Gepäckmontage nächstes Mal ist hier unten die Trägerplatte, also die Heckplatte. Die ist auch verbunden mit diesem System und ist echt, also wahrscheinlich das beste Gadget, was es gibt, weil man immer irgendwas draufschneiden kann und sich diesen Sitz hier hinten nicht verbaut. Falls man mal doch wen mitnehmen möchte, finde ich eine super nützliche Sache hinten. Und wie ihr jetzt seht, ich gehe gleich weiter, habe ich auf dieser Tasche meinen Kamerarucksack montiert mit so einem total coolen Netz. Ich hatte früher
nur so zwei, drei Spanngurte. Das war ein bisschen ungeil und mit diesem Netz ist es echt mega, weil man gerade diese Schnüre oder diese Schlaufen, die von dem Rucksack überall abstehen, einfach unter das Netz spannen kann und dann wackelt da nichts mehr. Wenn ich hier noch irgendwas finde, nehme ich es einfach, stopfe es da runter und das ist echt super stabil. Gefällt mir echt gut. Und damit kommen wir auch schon zu den großen Seitentaschen, die von Moskomoto sind. Eine, ich sag jetzt mal, so für die breite Masse vielleicht eher unbekanntere Marke, aber so ein bisschen in die Adventure-Ecke gehen oder auch in die weltweite Reise-Ecke, ist das dann doch ein Name, den man kennt. Das sind zwei Soft-Taschen mit jeweils 35 Liter. Relativ simples System. Hier ist eine Platte, auf denen die aufgeschoben werden. Das heißt, man kann die ganze Tasche auch abnehmen, beziehungsweise von dieser Tasche auch den Innensack, der wasserdicht ist, herausnehmen, sodass die eigentliche Tasche am Motorrad bleiben kann. Wie man es jetzt hier vorne schon sieht, kann man mit einem Molle-System zusätzliche Taschen montieren. Hier ist quasi so ein Muster an dieser Tasche. Und dann kann man da verschiedene Wasserbeutel, was auch immer, hier sieht man es nochmal, anklipsen. Und was auch noch super praktisch ist, hier außen gibt es nochmal so ein Fach, da habe ich jetzt zum Beispiel eine Jacke reingepackt. Kann man auch zum Beispiel Handtücher oder wenn man was zu essen kauft und braucht noch extra Stauraum, dann ist hier quasi nochmal der Platz, um etwas relativ großzügig auch, wie man hier in diesen Gurten sieht, dazwischen spannen kann. Ich habe jetzt die Gurte nicht komplett straff gezogen, weil noch nicht alles an Gepäck drin ist. Und hier hinten haben wir dann nochmal, da ist jetzt hier nichts drin, auf der anderen Seite ist was drin, ein Fach für zum Beispiel Wasserflaschen, für Benzinflaschen, was auch immer man da reinstecken möchte, ist ziemlich groß, auch oben natürlich wieder regendicht abgeschlossen, also ein echt cooles System. Die Taschen sind super robust, werde ich vielleicht auch nochmal ein eigenes Video dazu machen, wenn die Nachfrage besteht. Und dann haben wir es auch fast schon. Kleinigkeiten noch hier zum Beispiel, wie die Grip Pads sind original von Yamaha. Sitzbank, wurde nichts verändert. Und das letzte große eigentlich, beziehungsweise Seitenständer von SW Motec noch, den habe ich schon seit Anfang an drauf. Und das letzte hier, der Auspuff, gibt es ja auch schon ein eigenes Video von HP Cores, dem italienischen Hersteller mit einem sehr guten Auge für Design. Klingt mega gut, rotzt schön nach, ist aber auch nicht störend laut, also mir gefällt der echt gut und bin ja sehr froh, dass ich mich für dieses Modell entschieden habe. Ist auch tatsächlich lauter, also vom Klang her zumindest lauter und dumpfer vor allem als der Akrapovic Auspuff. Also klare Empfehlung, vielleicht werde ich dazu nochmal ein extra Video machen. Dann habe ich noch, weil ich jetzt auch das gerade natürlich nochmal sehe, zum Beispiel das Thema kurzer Kennzeichenhalter. Ich habe ja den originalen drauf, wie man sieht, der schließt ziemlich bündig mit der Heckplatte ab. Wenn der auch kürzer wäre, dann würde meiner Meinung nach diese Stange hier nicht mehr so perfekt da unten durchpassen, wie sie es jetzt tut. Deswegen habe ich auch kein Problem mit den langen, also den originalen Kennzeichenhalter zu dran zu lassen. Bevor ich es jetzt noch vergesse, haben wir natürlich noch hier von ACD Racing die Motorschutzplatte, hier in einem schönen Schwarz. Falls sich der eine oder andere fragt, wieso hast du nicht dann die von Outback Motortech gekauft, die wäre dann alles in einem Set gewesen. Ich hatte zuerst die Motorschutzplatte gekauft, habe die auf Instagram gefunden, fand die mega cool optisch und danach erst die ganzen Zubehörteile von Outback. Deswegen ist es quasi nicht in der richtigen Kombination, aber mir gefällt die optisch sehr, sehr gut. Und das soll es dann auch schon gewesen sein. Ich gehe jetzt mal einen Schritt zurück, es ist schon echt dunkel geworden. Aber die kleine DJI Osmo, mit der ich das hier filme, macht das echt super. Und ja, damit wäre dann das ganze Motorrad eigentlich fertig, was zumindest das Moped angeht. Reifen sind noch immer die Standard Scorpion Pirelli drauf, die jetzt aber auch schon so langsam ihr Lebensende entgegenschreiten. Da er jetzt hier gerade so schön liegt, zeige ich euch auch kurz mal meinen Helm. Das ist von der Firma Nex, das ist ein, glaube ich, spanischer Hersteller. Der WET 2 heißt er meiner Meinung nach. Ist auch die Firma, die von Turatec den Aventador-Helm herstellt. Der ist zwar bei denen aus Carbon, aber ist von dieser Firma produziert. Das heißt, die ganzen Features, wie zum Beispiel hier, dass man das Schild abmachen kann oder wie der Helm quasi umgebaut werden kann, ist dasselbe Prinzip. Hier rechts blinken sieht man auch schon das integrierte Intercom. Muss man zwar extra kaufen, aber es ist super in den Helm eingelassen, sage ich mal.
und ist von Sena hergestellt. Das wird nur im Handbuch erwähnt, also das checkt man, sag ich mal, im ersten Moment gar nicht, wenn man das Ding kauft. Heißt natürlich auch, man hat eine sehr gute Kompatibilität zu anderen Sena-Produkten. Und ich finde den Helm tatsächlich echt ganz cool. Gibt's auch zum Beispiel jetzt für KTM-Fahrer in einem passenden Orangeton. Lässt sich nichts bemängeln. Und weil es jetzt ja auch schon aufgebaut ist, mein GoPro-System. Falls ihr dazu auch mal Fragen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Ja, das war's auch schon von diesem Zusammenfassungsvideo. Ihr habt jetzt mal die Teneré im Ganzen gesehen. Wenn ihr noch Fragen zu irgendwelchen speziellen Bauteilen habt oder zu irgendwelchen Funktionen oder Empfehlungen, dann hinterlasst einfach einen Kommentar oder schreibt mir an meine E-Mail oder schaut auf meiner Website vorbei. Instagram findet ihr immer die neuesten Fotos und Videos. Morgen geht's bei mir jetzt los in den Thüringer Wald. Falls ihr aus der Nähe kommt, dann könnt ihr mir natürlich auch schreiben. Vielleicht kann man sich mal auf einen Kaffee treffen. Ich freue mich schon wahnsinnig, dass es endlich auch jetzt im Jahr 2020 in den ersten Motorradurlaub geht. Und dann bleibt dabei, folgt mir auf Instagram, dort findet ihr immer die neuesten Videos und Fotos. Wir sehen uns beim nächsten Video, macht es gut, bis dann und ciao!